Wer war eigentlich Edith Stein? Edith Stein war eine katholische Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft. Edith wurde 1891 als Kind eines jüdischen Holzhändlers geboren. Obwohl sie mit einem traditionell jüdischen Glauben aufwuchs, verstand Edith sich seit ihrem 15. Lebensjahr als Atheistin. Sie studierte und promovierte in Philosophie und lernte dabei den katholischen Glauben kennen. Inspiriert von der Biografie der heiligen Teresa von Avila, ließ sich Edith Stein im Jahr 1922 taufen. Sie lehrte zunächst an einer Klosterschule und später am Lehrstuhl für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. In dieser Zeit engagierte sie sich insbesondere in Reden und Schriften für die Emanzipation der Frauen. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 gab Edith unter dem Druck der Judenverfolgung ihre Arbeit auf. Edith wollte schon lange Nonne werden. Nun durfte sie in den Karmel in Köln eintreten und nahm dort den Ordensnamen Theresia Benedicta vom Kreuz an. Doch 4 Jahre später musste sie erneut vor den Nazis fliehen und suchte Zuflucht in einem Kloster in den Niederlanden. 1942 wurde Edith mit anderen Konvertiten jüdischer Abstammung in das Vernichtungslager Auschwitz gebracht, wo sie zusammen mit den Deportierten ermordet wurde. Heute wird Edith Stein nicht nur für ihr philosophisches Wirken und ihren Einsatz für die Emanzipation von Frauen geschätzt, sondern bleibt vor allem auch als Märtyrerin in Erinnerung. Dafür verehren wir sie bis heute. Und übrigens, 1987 wurde Edith Stein beim Deutschlandbesuch von Papst Johannes Paul II. In Köln selig gesprochen. 1998 erfolgte dann die Heiligsprechung in Rom. Damit ist Edith Stein die erste Katholikin jüdischer Abstammung, die in der neueren Geschichte offiziell heilig gesprochen wurde. Zu Lebzeiten suchte sie als Katholikin zudem die Verbindung zum Judentum.